Kürzlich wurde die neue Nextcloud Version 23 vorgestellt, in der es zahlreiche Neuerungen gibt. In diesem Beitrag möchte ich dir zeigen, wie hat sich Nextcloud Office schwerpunktmäßig mit der Collabora Online Integration entwickelt. Und damit herzlich willkommen zu deinem Raspberry Pi Kanal im deutschsprachigen Raum. Ja, und hier sehen wir sie, die offizielle Vorstellung im Blog von Nextcloud Version 23, die hier auch Nextcloud Hub 2 genannt wird. Ich denke, die Vorteile an Nextcloud, die sind allen wahrscheinlich bekannt. Ich kann meine Daten selber bei mir hosten, habe keinen Datenabfluss in unsichere Drittstaaten und ich habe eben die Kontrolle über meine Daten sowie über die Kosten, denn ich kaufe meine Hardware einmalig und muss eben nicht irgendwelche Abo-Modelle regelmäßig bezahlen, wo ich nicht weiß, wie die sich entwickeln. Darauf möchte ich hier auch nicht weiter eingehen, sondern wir sind hier für Nextcloud Version 23. Wenn man das hier durchgeht, man sieht schon, hier wurde einiges Neues eingebaut, vieles verbessert, einige Fehlerkorrekturen, aber auch das möchte ich hier gar nicht tiefer thematisieren, sondern mir geht es hier jetzt mal schwerpunktmäßig um das neue Office. Hier haben wir es, genau, Nextcloud Office, denn hier wurde einiges verbessert, es gab ein komplettes Facelift und das schauen wir uns jetzt im Folgenden mal an. Bei mir läuft die Nextcloud auf einem kleinen Heimserver mit x86 Hardware, darum habe ich mir das Ganze jetzt hier mal auf einem Raspberry Pi installiert, um es dort zu testen. Zumal meine Version noch in Version 22 läuft, also auf meinem Heimserver, und hier auf dem Pi habe ich jetzt die Version 23 und da schauen wir uns mal an, wie das Ganze so auf dem Pi performt, vor allem mit dem Collabora Online, was ja auch ein bisschen Ressourcen zieht. Hier oben haben wir den Browser und hier unten seht ihr, ist Hardtop offen. Das ist genau der Pi, auf dem das Ganze läuft. Das heißt, wenn wir hier jetzt mal aktualisieren, sehen wir, dass hier doch ein bisschen CPU-Last entsteht. Und so können wir eben jetzt hier nebenbei immer schauen, wie ist das so lastmäßig, mit welcher Last muss ich da rechnen, wenn eine Person hier jetzt entsprechend auf dem Pi arbeitet. Wir wechseln vom Dashboard jetzt mal auf eine Datei, zum Beispiel hier testdoc.odt. Das ist das Open Document Format. Und wir sehen, es dauert einen kleinen Moment, bis das Ganze aufgeht, aber es ist durchaus im akzeptablen Bereich. Auch die Auslastung war hier jetzt nicht allzu hoch. Beim Arbeitsspeicher ist hier noch zu erwähnen, dass wir hier noch eine zweite Nextcloud laufen haben im Hintergrund, nämlich eine Version 22, um einen Vergleich zu ziehen. Das macht ungefähr 130 MB Arbeitsspeicher aus. Das heißt also, von dem Wert hier können wir 130 MB abziehen und dann haben wir das, was wir nur mit der Nextcloud 23 verbrauchen würden. Was wir auf den ersten Blick merken, ist, dass unser Collabora deutlich besser integriert wirkt, denn wir haben hier oben keine blaue Leiste mehr, die bis zur Version 22 vorhanden war und hier nochmal extra Platz gekostet hat, sondern das wurde hier integriert. Und wenn ich jetzt auf das Logo klicke, dann komme ich zu meiner Startseite von den Dateien oder hier zu meinem Dashboard und kann hier jetzt eben die empfohlenen Dateien auswählen oder hier oben auf Dateien und sehe dann eben meine kompletten Dateien, die ich in meiner Nextcloud liegen habe. Und hier kann ich jetzt mit einem Klick das Ganze öffnen, das startet sofort. Und was ebenfalls auffällt, ist, dass wir hier eine komplett neue Benutzeroberfläche haben. Denn bisher wurde auf eine Art Menüband, also Ribbon, gesetzt. Das kennt man von Microsoft vor allem. Die haben das mit Office 2007 in ihre kompletten Office-Programme eingefügt. In der neuen Version von Collabora, also Nextcloud Office, haben wir jetzt hier wieder die klassischen Menüs. Also wir sehen, das ist komplett textbasiert. Hier gibt es keine Grafiken mehr oder nur noch sehr wenige an vereinzelten Stellen, aber meistens ist das Ganze eben komplett textbasiert und wir haben eben nicht mehr diese Ribbons, wo wir hier oben auf eine Gruppe, eine Kategorie klicken und sich dann die Elemente hier unten, also in diesem Bereich hier, verändern. Ob das nun besser oder schlechter ist, das bleibt wohl Geschmackssache. Auf jeden Fall werden sich LibreOffice-Nutzer dadurch leichter zurechtfinden, weil es eben mehr an LibreOffice angelehnt ist, die ja keine Ribbons verwenden. Und die, wo Microsoft nutzen, die müssen sich da eben ein bisschen umgewöhnen, um sich hier zurechtzufinden. Um da ein bisschen einen Vergleich ziehen zu können, habe ich euch hier zum Anschauen nochmal die Vorversion, also Version 22, und hier merkt man schon, das ist diese blaue Leiste, die ich meinte. Wir haben hier die einzelnen Anwendungen, Funktionen, aber es wird eben sehr, sehr viel Platz hier verschwendet und das ist hier deutlich besser gelöst. Das haben wir dort nicht mehr, sondern wir können jetzt hier einfach auf das Dashboard gehen und von dort dorthin navigieren, wo wir eben hin möchten. Und wenn wir jetzt eben diese Reiter anklicken, dann hat sich hier der Inhalt geändert. Das ist eine platzsparende Variante, aber eben schon damals bei Microsoft sehr umstritten gewesen. Was ebenfalls auffällt, ist, dass die Farben verschwunden sind. Wir haben hier bei verschiedenen Knöpfen, hier zum Beispiel beim Einfügen, haben wir ein farbiges Icon. Wir haben auch in der Seitenleiste hier, die es weiterhin gibt, haben wir lauter farbige Icons. Und wenn wir das jetzt mal direkt vergleichen mit der Seitenleiste hier,
Dann sehen wir, die Icons, die sind jetzt alle in Schwarz, Weiß und Grau gehalten. Es gibt also so gut wie keine Farben mehr. Einzige Ausnahme war hier oben eben dieses Symbol, aber da hat man jetzt versucht, das Ganze möglichst schlicht zu gestalten und gut zu integrieren. Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige Symbole ausgetauscht, zum Beispiel hier beim Format übertragen. Das sieht man hier, hier war es ein Pinsel, hier hat man jetzt eine Art Walze genommen. Ich habe das hier jetzt am Beispiel eines Textdokumentes gezeigt, aber natürlich gilt das analog auch für die anderen Datentypen, nämlich Tabellen oder Präsentationen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tabelle aufmachen, nennen das mal meine Tabelle 1, 2, 3, können wir jetzt sagen, wir möchten hier irgendwie eine Vorlage mit Beispieldaten drin oder eben hier ein leeres Dokument. Das ist bei allen Dateitypen so. Und nun sehen wir, das Ganze sieht auch hier sehr ähnlich aus im Vergleich zu dem Dokument, auch eine einheitliche Oberfläche. Und hier können wir das Ganze eben jetzt mit Tabellen machen, können natürlich auch Formeln benutzen. Das ist alles wie gehabt, nur eben in einem anderen Design. Neu dazugekommen ist übrigens eine vierte Anwendung. Ihr habt es vielleicht eben schon in diesem Neu-Menü gesehen. Es gibt hier nach der Präsentation noch den Typ Grafik. Das gab es bis Version 22 nicht. Können wir hier kurz auch nachschauen. Hier gibt es nur Präsentation, Tabelle, Text, Dokument oder Dokument. Hier können wir jetzt mit Grafik eine Datei im Programm Draw erstellen. Es soll eine Alternative zu Microsoft Visio darstellen und bietet eine Importfunktion für vorhandene Visio-Dokumente, wenn da schon Daten bestehen. Man kann Prozessabläufe erstellen, Flussdiagramme, Poster und ähnliches. Wir machen das hier einfach mal ganz kurz auf. Erstellen hier eine neue Datei, können hier wieder nach kurzer Zeit schon das Programm bedienen und haben hier eben jetzt verschiedene Elemente. Zum Beispiel können wir hier jetzt nicht bei den Verbindern, sondern hier bei den Formen erst einmal so einen Kasten auswählen und haben jetzt hier zum Beispiel einen Ablauf, Schritt 1, können jetzt hier nochmal einen Kasten hinzufügen. Das ist jetzt zum Beispiel der Schritt 2. Und nun könnte man die eben hier mit einem Verbinder, mit Pfeilen, ohne Pfeilen, wie man das eben machen möchte, entsprechend verbinden. Zum Beispiel hier mit so einem Pfeil. Und jetzt muss man das hier entsprechend an die Punkte zum Andocken bewegen. Dann ist das entsprechend ausgerichtet und jetzt kann man das hier so verschieben, wie das einem passt. Und im Grunde funktioniert das auch relativ gut, nur was ihr jetzt gerade schon hier gesehen habt, ist, es gibt da im Detail so ein paar kleine Schwierigkeiten. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel so eine vorhandene Form verändern möchte, also ich möchte sie verschieben, dann wird mir das in der Vorschau nicht angezeigt. Ihr seht, ich ziehe das hier durch die Gegend und sehe überhaupt nichts. Erst wenn ich loslasse, sehe ich, wo ich es platziere. Und damit wird es sehr schwierig, das hier zum Beispiel bündig zu platzieren. Ich muss hier Millimeterarbeit leisten. Das ist nicht so ganz intuitiv. Ich konnte es noch nicht so genau nachstellen. Es tritt nicht immer auf. Es tritt aber manchmal auf, gerade bei den neuen. Okay, haben wir es jetzt auch. Vorführeffekt, eben ging es kurzzeitig. Also hier gibt es im Detail noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Aber an sich ist das schon mal ganz sinnvoll, dass man das eben hier jetzt auch abbilden kann, weil bisher ging das eben gar nicht. Bisher hatten wir diesen Dateityp nicht. Das heißt, Visio konnte man nur über das Microsoft-Programm am Desktop nutzen oder eben über alternative Desktop-Programme, nicht innerhalb von unserer Nextcloud. Die weiteren Veränderungen, die liegen eher im Detail. So wurde zum Beispiel die Kompatibilität mit den Microsoft-Datenformaten für Excel und PowerPoint verbessert. In meinen Augen ein durchaus wichtiges Thema, da Microsoft Office noch der quasi Standard ist und es daher wahrscheinlich ist, dass man eben bereits einige entsprechende Dokumente dort hat und als Nutzer, der jetzt hier an Nextcloud Office interessiert ist, die eben auch dort öffnen möchte. Ich habe das vereinzelt hier mal mit so ein paar Vorlagen ausprobiert von Microsoft. Hier zum Beispiel eine Vorlage für einen Lebenslauf und hier merken wir jetzt schon, der braucht einen Moment, bis er das öffnet. Das geht nicht mehr ganz so flott, aber durchaus noch im akzeptablen Bereich. Das hier ist die Vorlage, sieht so auf den ersten Blick ganz gut aus. Hier zum Vergleich ganz kurz auch nochmal, so soll es aussehen. Also da sind wir jetzt gar nicht so weit von entfernt. Da ist jetzt nichts irgendwie zerschossen, dass man das hier nicht benutzen könnte oder erst großartig viel nacharbeiten muss, damit das eben richtig ausschaut. Apropos Performance, daran wurde auch gearbeitet, an mehreren Baustellen in dem Projekt. Bei meinen Tests auf dem Raspberry Pi habe ich da jetzt nicht wirklich einen spürbaren Unterschied gemerkt im Vergleich zur Vorversion. Allerdings muss man hier auch im Hinterkopf behalten,
Der Pi hat nur begrenzt Leistung. Also das ist kein vollwertiger Server, von dem man jetzt erwarten kann, dass es da wirklich auf High-End-Niveau läuft. Und wenn wir hier jetzt mal das Dokument neu laden, dann sehen wir auch, der muss hier schon ordentlich arbeiten. Also wir haben hier zu Spitzenzeiten jetzt 70-80% CPU-Last nur für dieses eine Dokument, um das zu öffnen. Dementsprechend denke ich, kann man hier jetzt auch nicht erwarten, dass da jetzt die übertriebene Leistung da ist. Gerade für Gelegenheitsnutzer reicht das ja auch aus. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, wenn man das intensiver nutzt. Ich denke, dann macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, ob man das nicht auf ein bisschen eine stärkere Maschine packt, wo es dann auch performanter läuft. Laut Nextcloud sollen diese Office-Funktionen zukünftig noch weiter ausgebaut und verbessert werden. Das heißt, das hier ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ein großer Schritt, wo man jetzt permanent dran weiter arbeiten möchte, um das immer besser zu machen. Die Webfähigkeit ist schon mal nützlich, aber es gibt einen weiteren Grund, warum man so etwas wie Collabora nutzen möchte, nämlich wenn man mit mehreren Personen am gleichen Dokument arbeitet. Das habe ich zu meiner Ausbildungszeit selbst ab und an genutzt, beispielsweise für eine schriftliche Ausarbeitung, die mit zwei, drei oder mehreren anderen Personen eben erstellt werden sollte. Beim klassischen Teilen oder gar Verschicken kann es leicht passieren, dass man dann aus Versehen die Änderungen eines anderen überschreibt, gerade wenn man zum Beispiel immer abends, wenn man Zeit hat, daran arbeitet, da ist das schnell geschehen. Oder aber am Ende hat einer die wenig spaßige Aufgabe, dass er nachher Dutzende von verschiedenen Ständen, die nicht zusammenpassen, irgendwie zusammenführen muss. Deswegen kann man hier sehr cool mit mehreren Personen am gleichen Dokument arbeiten. Ich habe jetzt mal dieses Dokument von diesem Benutzer hier A mit dem Benutzer B geteilt. Das heißt, das können wir hier jetzt entsprechend öffnen und können jetzt mal versuchen, mit beiden daran zu arbeiten. Hier kommt jetzt die Einführung, die klicken wir hier mal weg und wir sehen, hier sind jetzt zwei Köpfe oder ein zweiter Kopf, also ein zweites Avatar ist dazugekommen. Das wäre dann eben der Kopf, wenn man hier ein entsprechendes Bild hochgeladen hat. Und wir sehen schon, wenn ich hier jetzt mit meinem Cursor mich bewege, sieht der andere, wo bin ich. Also der merkt, okay, der ist jetzt hier gerade in dieser Zeile und versucht hier irgendwas zu ändern. Und ich muss damit rechnen, dass jetzt zum Beispiel mal was verschwindet oder etwas dazukommt. Wenn wir jetzt ein bisschen was tippen, dies ist ein Text, den Benutzer 2 mit recht hoher Geschwindigkeit tippt. Sehen wir schon, die Last geht da jetzt ein bisschen hoch. Also wir haben hier bei meinen Tests, die ich mit ungefähr 500 Anschlägen pro Minute durchgeführt habe, hatte ich hier eine Gesamtauslastung, also hier im Schnitt von allen Kernen von etwa 10-20%, wenn eine Person tippt, also der hier, der schreibt jetzt was und der andere guckt nur zu. Was auch sinnvoll sein kann, ist hier oben, wenn man da mal auf die Person klickt, gibt es hier einen Haken, immer dem Bearbeiter folgen. Das bedeutet, man selber sieht hier, was der gerade etwas ändert, auf seinem Bildschirm sieht. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, klar sehe ich, der ist hier oben, springt da rum. Wenn ich jetzt hier aber scrolle und unten etwas mache, dann scrolle ich hier automatisch mit. Das heißt also, ich muss hier nicht von Hand jetzt suchen, wenn der jetzt nämlich hier unten ist, hätte ich es ja hier gar nicht gesehen, oder jetzt eben hier oben möchte irgendwas schreiben, dann bin ich quasi wie in einer Präsentation, wenn man Bildschirm teilt. Das kann ganz sinnvoll sein, wenn zum Beispiel eine Person das Ganze koordiniert, am Dokument arbeitet und man in der Gruppe darüber diskutiert, dann folgt man immer dem, der gerade das Dokument bearbeitet. Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns mal kurz an, welchen Funktionsumfang das gesamte Collabora Office Paket in Nextcloud mittlerweile bieten kann, denn das wurde ja erstmals 2016 in Nextcloud integriert. Meine erste Testinstallation folgte 2017 und da hat sich einiges getan, denn damals war der Funktionsumfang viel geringer, es war wirklich nur das Nötigste an Bord. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, wir können mittlerweile sogar hier entsprechende Absatzvorlagen fast wie auf dem Desktop bearbeiten, wenn man sich das jetzt mal so vom Umfang her anguckt. Also da fällt mir so auf den ersten Blick nicht viel ein, was da zum Desktop, also zur vollwertigen Version fehlt. Das heißt, man kann hier also auch entsprechend komplexere Dokumente schreiben, die über mehrere Seiten gehen, wo man das hier konsistent haben will. Das gilt selbst für Spielereien, wie zum Beispiel, wenn wir hier jetzt solche Fontworks haben, die kennt man von den alten Word-Versionen, da kann ich hier mir so einen Texteffekt aussuchen, zum Beispiel das hier, und habe daneben hier so einen Text, genau, jetzt ist er geladen, den ich hier irgendwo in meinem Dokument verwenden kann. Aber auch so grundlegende Sachen wie zum Beispiel eine Kopfzeile, eine Fußzeile, auch die Fußnoten sind mit drin, kann ich hier jetzt eben was einfügen, passt das an und dann ist das auf jeder Seite drauf. Also da ist einiges drin, was man so in grundlegenden Office-Programmen erwarten würde.
Praktisch finde ich auch die Rechtschreibprüfung, denn die kann diesen Fall hier abdecken. Wir haben ein deutsches Dokument, möchten darin aber einzelne englische Sätze verwenden und die nach Möglichkeit auch prüfen. Kann ja durchaus mal passieren, wenn man zum Beispiel irgendwelche Originalaussagen dort nimmt, mit denen man im Text arbeitet. Die sollen auf Englisch drinstehen, aber ich möchte eben meinen Text hier auf Deutsch verfassen. Natürlich sagt er jetzt hier, das ist Deutsch, das passt soweit, aber weil die Dokumentsprache Deutsch ist, ist das natürlich jetzt alles falsch. Da kann ich jetzt hier einen Rechtsklick machen und für den ganzen Absatz festlegen, der ist nicht German, wie das Dokument, sondern der ist English, USA. Und jetzt prüft er das auf Englisch und hat hier meinen Demo-Fehler, nämlich das Kleingeschrieben, erkannt und schlägt mir hier vor, das sollte großgeschrieben sein. Sicher für den einen oder anderen hilfreich. Ich finde es eine coole Funktion, auch wenn man es jetzt nicht tagtäglich braucht. Auch interessant ist, wenn man diese Dokumente irgendwie außerhalb der Nextcloud nutzen möchte, kann man hier das Ganze herunterladen als PDF-Dokument zum Beispiel. Verschiedene Dokumentformate, altes Word-Format, neues Word-Format, das offene Format, aber hier auch als Rich-Text-Dokument, eher weniger gebräuchlich, aber EPUB zum Beispiel für irgendwie einen E-Book-Reader, das kann schon wieder praktisch sein. Das kann man natürlich jetzt mit vielen Funktionen demonstrieren, denn man sieht es ja hier schon in den Menüs, gerade hier im Bereich Einfügen, Format, da sind einige Funktionen. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, sondern jetzt eher mal ein Fazit aufzeigen. Also zuerst einmal hat hier im Office-Bereich die Nextcloud mit Version 23 ein neues Design verpasst bekommen. Unabhängig davon, ob man das jetzt mehr oder weniger mag, gibt es einige Verbesserungen. Nextcloud wird damit auch mehr und mehr zu einer kompletten Anwendungsplattform, die weit mehr als bloß die Datenablage bietet. Das ist ja ein Trend, der schon seit einigen Jahren in die Richtung geht, dass wir da jetzt eben zum Beispiel auch einen Kalender drin haben, dass wir da Termine drin haben, dass wir sogar Mails dort ablegen können und so weiter und so fort. Das hat Potenzial. Über zum Beispiel Nextcloud Talk lassen sich bereits jetzt Videokonferenzen und Chats durchführen. Außerdem kann der Bildschirm geteilt werden. Das wäre jetzt sinnvoll in meinen Augen, wenn man das irgendwie in das Collabora integrieren könnte, dass man beim gemeinsamen Bearbeiten eben sich abspricht, sich austauscht, um da eben besser in Kontakt zu bleiben. Mein erster Test verlief recht positiv. Auch auf dem Pi lief das vergleichsweise gut. Bei kleineren Dokumenten ist es gar kein Thema. Auch mit einer zweiten Person macht es nicht allzu viel an der Leistung aus. Erst wenn man da jetzt größere Dokumente hat, dann wird es ein bisschen langsamer. Das reicht zur gelegentlichen Nutzung aber auch noch aus. Und wenn man das dann häufiger nutzt oder umfangreicher nutzt, dann macht auch ein größeres Server entsprechend Sinn. Wie ist das bei euch? Möchtet ihr diese neuen Funktionen nutzen und interessiert euch für die technische Umsetzung? Ich arbeite in einem zweiten Teil und möchte das dort ein bisschen aufzeigen und dort eben auch auf diesen Built-in-Code-Server eingehen, den es ja auch gibt, damit ich eben das Collabora nicht mehr von Hand installieren muss. Das ist so der Gedanke dahinter. Wem das nicht so gefällt, der hat Alternativen. Zwar ist Collabora mittlerweile mit dem Nextcloud Hub 2 zum Standard-Office-Paket geworden, aber es gibt eben auch noch zum Beispiel OnlyOffice, Hancom Office und sogar Microsoft Office Online Server, wobei das Microsoft-Produkt einen entsprechenden Windows-Server voraussetzt und dementsprechend ist der Pi da komplett raus, sowohl vom Betriebssystem als auch von der Leistung. Generell kann man aber sagen, zur gelegentlichen Nutzung reicht das auf dem Pi mit dem Collabora Office aber auch vollkommen aus. Nun seid ihr gefragt, was ist eure Meinung? Interessiert euch das Ganze? Möchtet ihr es selber nutzen? Schreibt es gerne zu uns ins Forum oder in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback, wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten und verabschiede mich damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.